ein Country-Sänger, doch das bin ich nicht, du bist ein Country-Sänger. Country-Sänger. Country-Sänger ist total witzig, weil den hatte ich damals von meiner Schwester geschrieben. Meine Schwester hat in diversen Country-Bands gespielt. Ja. Und die hat mir dann immer erzählt, was da passiert und was da los ist. Und sie wollte immer mich dafür begeistern. Und ich habe immer gesagt, ich höre, was du sagst, aber ich verstehe überhaupt nichts davon. Ich spüre es nicht. Genau. Und darum geht eigentlich dieses Song. Ich kapiere es nicht. Ich bleibe Punk und keine Ahnung. Ja, ist richtig. Bei der Country-Musik ist es ja eigentlich so, wenn du Country rückwärts spielst, dann kommt deine Frau wieder, deine Tochter hört auf den Strich zu gehen und alles wird wieder gut. Country vorwärts gespielt, es wird alles ganz furchtbar. Ich finde den Song tatsächlich, er nimmt es schön auf die Schippe. Ich finde das Country-Thema schön, weil es schnippt irgendwie. Mhm. Ja? Es ist irgendwie nicht so der klassische Country, ich jammer mir einen Song, sondern der Song schnippt schön und tatsächlich unausweichlich geht er nachher in den Punk-Rhythmus über, weil mehr als auf die Schippe nehmen bleibt nicht übrig, glaube ich. Stimmt. Ja. Wir haben ihn ja auch live immer mal mit Lied der Schlümpfe zwischen. Stimmt, oh Gott, wie lange ist das her? Sehr schön, das ist bestimmt 10 Jahre her. Mit Sicherheit. Das können wir wieder machen. Im Refrain nachher, genau. Okay. Ja. To-Do-Liste, schreib auf, Lied der Schlümpfe. Memo an mich. Doch das bin ich nicht, du bist ein Country-Sänger. Doch das bin ich nicht, du bist.